Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir sind von unserer Talkessel-Exkursion zurück, hier im Farmhaus gelandet. Ich schaue mich mal nochmal ein bisschen um. Gibt es etwas, das wir noch brauchen könnten? Ja, ich meine, so ein Buch ist natürlich immer toll. Aber es sieht nicht danach aus. Ah doch, man will aber. Das ist alles leer. Ein Kochtopf, okay. So, hier waren wir überall dran. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es hier noch irgendwas gibt. So. Eine Menge Futter, ja. Die Frage ist, was wollen wir hier? Ich denke, wir könnten noch ein bisschen den Bereich erkunden. Und zwar in Richtung Friedhof bzw. Kirche. Ich weiß nicht, gibt es hier noch was zu entdecken? Holz auf jeden Fall, aber oh, das ist natürlich nicht schlecht. Immer gern genommen. Das Ding auch. Tja, dann weiß ich gar nicht, ob wir schon in allen Gebäuden drin waren. Das wird ja hier zu sein. Ja. Und das da oben, ist das was? Wie gesagt, ich kenne mich mit der Map auch nicht so wirklich richtig gut aus. Man kann ja mal ein paar Schritte in die Richtung gehen. Kleinen Spaziergang machen hier. Winterspaziergang. Ich denke, es wird dann so steil, dass man da nachher dann nicht mehr weiterkommt. Wobei es jetzt auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Okay.
zwar nicht, wo dieses metallische Knarren herkommt. Aber hier kann man gehen, auf jeden Fall. Das könnte sein, dass das mich schon gleich in Richtung Kirche führt. Ich hab das. Ey, genau. Da sind wir ja schon in der Kirche. Gut, gut. So, hier muss man allerdings auch aufpassen. Hier treiben sich auch Wölfe rum. Erstmal rein in die Kirche. Fein. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, wäre das schön, nochmal Streichhölzer zu finden. Das alles? Mehr gibt's hier nicht. Nur ein paar Bücher. Ah, eine Sturmlaterne. Von der, also von denen habe ich ja nur mittlerweile zwei. Direkt nochmal hier gucken. Nee. Also Leute, ein bisschen mehr. Wer nun. Nicht übertrieben. Kann ich fassen. Ah! Da sind sie. Ja. Nehme alles zurück. Und bedanke mich für diese nützliche Spende. Ja, dann haben wir ja schon zwei Streichholzpäckchen hier gefunden. Sehr gut. So, wir trinken etwas. Also, man könnte sich sogar vorstellen, hier die Nacht zu verbringen, aber es gibt ja auch nicht weit entfernt. Noch so eine Baracke. Ich glaube, das ist die Baracke, die man auf die man trifft, wenn man aus dem Sturmflusstal kommt. Zack. Definitiv noch mehr
nehme jetzt mal die beiden hier. Erstmal hinein schon. Drei Päckchen. Das heißt, sind jetzt 36 Streichhölzer. Damit könnte man eine ganze Weile auskommen. Ich habe mir schon überlegt, dass vielleicht eine Variante ist. Da ist ein Wolf, okay. Möglicherweise, wenn man dann an der Jagdhütte wieder zurück ist, kann man den hier umgehen. Ja. Möglich. Dass man mit einem Streichholz gleich so eine Multisession macht, dass man gut ausgeruht ist, dass man eine Menge Holz hat, dass man vielleicht zwei oder sogar drei Hirsche jagt und dann. Muss man ein bisschen aufpassen. Und dann mit einem großen Feuer wäre vielleicht zwei oder sogar drei Tage Arbeit. Wasser zubereitet. Sagen wir mal wirklich so, ich sage jetzt mal eine Zahl, 20, 30 Liter Wasser. Und drei Hirsche brät. Und eben auf die Weise mit einem Streichholz ein bisschen mehr rausholt als mit diesen kleinen Aktionen. Ach, da ist ja schon die Hütte. Denn mir ist nicht bekannt, dass Streichhölzer nachspawnen oder dass, also jetzt mal von solchen Sachen wie Kohle. Kohle bröckelt ja aus den Höhlen immer wieder runter. Na, ich bin doch zu neugierig. Das spawnt nach, aber ansonsten, also Streichhölzer, wenn die einmal weg sind, sind sie eben weg. Was ist das, eine Leiche oder? Wieso kreisen die hier? Ja. Nicht viel gebracht. Nochmal hier rüber schauen. Okay. This cold is making my head feel thick. Dann bin ich gespannt, was es hier gibt. Oh, lucky day. Leider 0%, okay. Ja, ich meine, wir können ihn noch eine Kiste tun.
tun. Da gibt's einen Hammer, der nutzt uns nichts. Das noch nicht ausprobiert. Wenn man jetzt hier mal so einen Karton klein macht, könnte was dahinter sein. Ja, wahrscheinlich könnte, aber in diesem Fall ist das eben nicht so. Oh, gleich weg mit dem Krempel. Ja, Sägewerk ist eine Menge Schrott zu zersägen. Ansonsten nichts, nichts, nichts. Sonne geht unter. So richtig viel zu sehen ist auch nicht mehr. Also dieses Gebiet, da ist der Wolf, kenne ich halt so überhaupt nicht. Das wäre eine ziemliche Erkundungstour, diese Wege. Also ein Weg führt, das weiß ich ja, in diesen Übergang zum Stummflusstal. Das ist klar, aber wie nun genau? Können wir denn was Sinnvolles tun? Ja, wir können hier craften. Wie viel Wasser haben wir denn noch? 1,4 Liter. Nochmal eine kleine Joggingrunde machen, einfach um ein bisschen Erschöpfung zu generieren, denn mach das mal. Dabei kann man ja nochmal kurz schauen. Okay, hier gibt es drei Wege. Das ist kein Weg hier, oder? Da ist der Wolf. Okay. Hier rauscht was. Hier scheint es einen Wasserfall zu geben. Ich erinnere mich. Hier ist eine kleine Wasserfläche. Gut, nehmen wir jetzt ohne Ende hier.
glaube, in dieser Nacht werden wir mal die ganzen Schösslinge, die wir mittlerweile haben, mal auf den Boden legen, damit die zumindest mal anfangen können zu trocknen. Jawohl, okay. So, dann müsste es hier wieder zurückgehen, glaube ich. Ja, also wenn man eine Region nicht so gut kennt, ist das immer so eine ziemliche Geschichte. Ich wollte ja mal gucken, wir sind da bei minus 38 Grad. Das ist ja fast warm für unsere Verhältnisse mittlerweile. Hier schon die Höhle? Kann das nicht sein? Nicht, dass da so sehr. Sieht fast ein bisschen so aus, als wäre da schon die Höhle. Oh, sure, I'm getting cold. Zum Hashi River. Genau, wir verlassen jetzt Milton, okay. Okay, wir haben ja die gar nicht da, na dann. Achso, jetzt sehe ich hier nichts mehr. Wo ist der Ausgang? Okay, hier ist Stein. Nichts mehr. Weil jetzt, wenn wir nämlich das Streichholz nutzen, dann müssten wir auch ein Feuer machen. Ich meine, ich brauche sowieso Wasser. Runter haben wir denn unseren Schlafsack noch? Ja. Ach, wir haben gar keinen. Feuerholz, okay. Hier aber.
Okay, ja. So, dann machen wir hier ein Lagerfeuer. Feuer machen bitte. So. Tun wir das dazu. Cedernholz. Dann schaue ich mich mal ein bisschen um. Na, man könnte gleich mal hier ein bisschen Wasser ansetzen, ja. Na gut, damit sind wir eigentlich erstmal ganz soft gelandet. Kohle gibt's. Dann werde ich die Höhle mal erforschen. Was genau wir hier finden werden, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Schauen des Videos. Würde mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, bye bye.